Hallo, liebe Greifswalder, hallo, liebe Zuschauer, hier ein kurzer Bericht zur Sachlage von uns. Wir, die Initiative für den Bürgerentscheid in Greifswald, haben uns die Mühe gemacht, euch nochmal zu veranschaulichen, was auf uns zukommen wird und was in Planung ist und wo wir eure Unterstützung brauchen. Hier in unmittelbarer Nähe einer Schule sowie eines Kindergartens in Greifswald sollte nach den Vorstellungen des Oberbürgermeisters Herrn Fassbinder von den Grünen und nach interner Absprache mit dem Landrat Michael Sack von der CDU ein Containerdorf für 500 Migranten entstehen. Anschaffungskosten laut Herrn Sack allein für die Container 9 Millionen Euro, ohne die laufenden Betriebskosten für Verpflegung, Sicherheitsdienst und viel mehr. Die Öffentlichkeit sowie das Stadtparlament wurden davon erst sehr spät und äußerst spärlich informiert. Bereits kurz nach Bekanntwerden der Pläne formierte sich Widerstand in der Bevölkerung und der Unmut war groß. Am 27. März dieses Jahres versammelten sich gut 500 Greifswalder zur Bürgerschaftssitzung vor dem Rathaus und machten ihrem Ärger lautstark Luft. Hierbei entstand die Idee, ein Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid gegen die Containerdörfer zu organisieren, worauf schließlich die Initiative für den Bürgerentscheid entstand. Dass man im Anschluss die besorgten Bürger pauschal als rechten Mob bezeichnete und diffamierte, zeigt, wie einseitig sich Presse und sogenannte demokratische Gegenöffentlichkeit, bestehend aus Grünen, SPD, einigen Kirchen, Linken, Antifa, aufstellt und ein demokratischer Diskurs dieser Gruppen mit dem sogenannten rechten Mob nicht erwünscht ist. Aber wir Bürger wollen uns nicht länger gängeln lassen und so haben wir gemeinsam erreicht, dass die Pläne der Stadt neu durchdacht wurden. In der Folge sollen nun 4 kleinere Unterkünfte an verschiedenen Orten mit jeweils bis zu 200 Geflüchteten entstehen. Schauen wir uns jedoch zunächst einmal den aktuellen Stand an. Dies ist eine von 3 Unterkünften derzeit in Greifswald. Hier leben ca. 500 Bewohner verschiedener Nationalitäten und Religionen ohne Integrationsangebot, ohne Beschäftigung, ohne Perspektive und ohne Tagesstruktur. Konflikte sind an der Tagesordnung. Die Polizei ist mehrmals pro Woche vor Ort, um die Gemüter zu beruhigen, Streit zu beseitigen oder Sachbeschädigungen aufzunehmen. So berichten es uns Bewohner und auch Polizeibeamte, die natürlich anonym bleiben wollen. So wissen wir auch aus direkter Quelle, dass Reparaturarbeiten an Fenstern, Türen, Wänden aufgrund von Vandalismus an der Tagesordnung sind. Auf unsere Nachfrage beim Sicherheitspersonal verwies man leider auf die Schweigepflicht. Auch hier in der Asylunterkunft im ehemaligen Europa-Hotel sind derzeit gut 136 Migranten untergebracht. Die Unterkunft war ursprünglich nicht mehr bewohnbar, weil sie vom Vormieter durch Vandalismus teilweise erheblich beschädigt wurde. Sie wurde in kurzer Zeit für Migranten renoviert und für teures Geld angemietet. Ein undurchsichtiges Eigentümer- und Vermieternetzwerk, bestehend aus DRK und Strohmännern, mietet bzw. vermietet hier. Überhaupt scheint, dass Vermietung als Asylunterkunft sehr lukrativ zu sein scheint. So wissen wir aus anderen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, dass beispielsweise für die monatliche Pacht für Containerstellfläche 30.000 bis zu 50.000 Euro gezahlt werden. Dass bei diesen Unsummen, die natürlich von den Steuerzahlern aufgebracht werden müssen, Goldgräberstimmung herrscht, erwähnen wir hier nur am Rande. Über Geld redet man nicht gerne. Dafür lieber über Solidarität, dass es her ist, zeigt folgender Fall. Hier auf dem verlagseigenen Gelände des linken Magazins Katapult, welches es mit solidem Journalismus nicht ganz so genau nimmt, könnten auf 5000 Quadratmetern ausreichend Unterkünfte für Migranten entstehen. Aber anscheinend will man davon im Haus von Katapult nichts hören und auch fordert lieber von anderen Solidarität, anstatt selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch Nachfragen unsererseits bei dem linken Bündnis Greifswald für alle oder dem subkulturellen Zentrum Stratze, doch bitte selbst Migranten aufzunehmen, bis heute darauf keine Reaktion. Solidarität ist eben eher was für die anderen.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße heute hier Frau Wuschek. Sie ist Einzelmitglied in der Greifswalder Bürgerschaft. Sie unterstützt unsere Initiative für den Bürgerentscheid hier in Greifswald und war so freundlich, hier vor Ort, hier an diesem Standort mal Auskunft zu geben, weil wir hier auch eine Asylunterkunft wahrscheinlich bekommen werden. Frau Wuschek, schönen guten Tag erstmal und ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Hallo. Was können wir uns hier vorstellen? Was ist hier geplant? Können Sie dazu Auskunft geben? Ja, also wir befinden uns hier in Schönwalde 1, mitten in einem Wohngebiet. Hinter uns sehen wir eine Kindertagesstätte Friedrich Wolf. Das ist die Lise-Meitner-Straße. Geplant ist hier eine Containerunterkunft für auch 100, ich glaube bis maximal 200 Geflüchtete. Und mitten im Wohngebiet, hinter uns auch noch Garagen auf der anderen Seite. Das ist derzeit geplant. Ah ja, Sie sprechen den Garagenkomplex da hinten am Ende der Grünfläche an. Das ist, war ja auch, glaube ich, mal ein Politikum so vor einem halben Jahr. Kann ich mich erinnern, da sollte auch alles abgerissen werden. Da gab es auch Protest der Bürgerschaft, der Anwohner hier, die hier, sag ich mal, auch ihre Freizeit verbringen. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das gab große Proteste. Ja. Die Garagenbesitzer waren auch alle in den OTV-Sitzungen und sind dagegen angegangen, dass im Prinzip die Verpachtung nicht mehr erfolgen soll. Also sprich, dass sie keine langfristige Sicherheit für ihre Garagen haben. Dann ist ja durchaus auch, wenn, sag ich mal, sich da schon Protest geregt hat, dann ist ja, sag ich mal, auch durchaus hier Potenzial im Stadtteil, möglicherweise auch gegen eine geplante Asylunterkunft vorzugehen. Oder sehe ich das verkehrt? Also ich gehe davon 100% aus, dass hier sehr großer Protest entstehen wird, da auch sehr viele Menschen hier wohnen. Sie wünschen es nicht in ihrem unmittelbaren Umfeld, weil hier Schulen sind, weil hier Kitas sind. Mhm. Gut, hier gab es einen schlauen Schachzug in meinen Augen, das sehe ich persönlich so. Hinter uns die Kindertagesstätte, die sollte eigentlich saniert werden. Und im Rahmen plötzlich dieses Standortes hieß es dann, die Sanierungskosten seien zu hoch und die Kita wird geschlossen. Was hat all das mit Transparenz oder Integration zu tun? Es fehlen aus unserer Sicht menschenwürdige Unterkünfte und wir haben viel zu wenig Sozialarbeiter, Übersetzer sowie die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde, im Jugendamt, im Sozialamt, im Jobcenter und in der Meldebehörde. Alle sind jetzt schon überlastet. Diese Liste könnte ich jetzt unendlich weiter fortführen. Fakt ist, wir alle sind am Limit. Wenn ein Glas voll ist, ist es voll. Dann kann man nichts mehr reinfüllen. Wir sollten Menschen helfen, ohne Frage. Aber wenn wir nicht mal unsere Bürger versorgt bekommen, frage ich wirklich, wie. Das hat nichts mehr für mich mit verantwortungsvoller Politik zu tun. Denn Verantwortung tragen Sie als Oberbürgermeister und wir als Bürgerschaft zuallererst für unsere Bürger der Hansestadt Greifswald. Aus diesem Grund sagen wir von der Initiative ganz klar Nein zu Containerdörfern. Hallo zusammen. Heute begrüße ich hier bei uns die Initiatorin des Bürgerentscheids gegen die Containerdörfer in Greifswald. Wir begrüßen hier Herrn Bohrmann zur Linken. Hallo. Herrn Leonard in der Mitte und rechts Herrn Vollert. Ganz lieben Dank für Ihr Kommen. Herr Leonard, Sie sind einer der Initiatoren des Bürgerentscheids. Mich würde interessieren, was treibt Sie an? Was möchten Sie Ihren Mitbürgern sagen? Ich möchte, dass wir Greifswalder selbst entscheiden, wie und auf welche Weise wir Migranten in unserer Stadt aufnehmen. Solidarität mit echten Kriegsflüchtlingen ist für mich zumindest selbstverständlich, liebe Greifswalder. Aber unkontrollierte Einwanderung in Deutschland oder auch in Greifswald ist für mich tabu. Dankeschön. Herr Vollert, Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder Solidarität und Nächstenliebe von den Befürwortern der massenhaften Zuwanderung in unserer Stadt gefordert. Ich meine da im Speziellen die Betreiber der Stratze, die Sprecher des linken Bündnisses Greifswald für alle oder den Oberbürgermeister selbst. Ich erinnere mich auch an den Vorschlag, auf dem Gelände der Stratze Zuwanderer aufzunehmen. Wurden Ihre Vorschläge jemals berücksichtigt? Das ist richtig. Bis zum heutigen Tag kam keiner derjenigen, die so laut und von uns allen Solidarität fordern, auf mich zu und hat gesagt, guter Vorschlag. Machen wir so. Mir ist auch nicht bekannt, dass in der Stratze, im Ikovo, seitens der Diakonie oder unseres katholischen OBs Migranten persönlich aufgenommen wurden. Mir kommt es so vor, als wolle man die Migranten,
die einfach nur massenhaft hierher geholt werden, regelrecht übereinander stapeln. Weil nichts anderes ist in einem Containerdorf. Mhm. Und dass da Konflikte dann vorprogrammiert sind, das liegt doch eigentlich klar auf der Hand. Danke, danke für die Aussage. Vielen Dank. Herr Bormann, Sie sind Vater zweier Kinder. Sie engagieren sich ehrenamtlich im Kindersport und bei den Barber Angels. Das sind Friseure, glaube ich, die ehrenamtlich bedürftigen Mitmenschen die Haare schneiden. Ja, ist richtig. Das richtig? Ja, korrekt. Toll, finde ich ganz toll. Man kann Ihnen sicherlich deshalb nicht vorwerfen, dass es Ihnen an Gemeinschaftssinn und sozialem Engagement fehlt. Das denke ich. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Ihnen immer wieder der Vorwurf gemacht wird, Sie seien ein Rassist oder ein Nazi? Ja, ganz ehrlich, das macht mich richtig fassungslos. Ja. Es geht ja nicht nur mir so, sondern im Prinzip jedem, der nicht die Meinung der Rot-Rot-Grünen hat. Das ist hier in Greifswald genauso wie in ganz Deutschland. Und was ist das denn für ein Demokratieverständnis, bitte? Meine Familie und meine Freunde stehen zum Glück hinter mir und natürlich auch ganz viele Greifswalder. Aber das Klima ist natürlich schwierig. Viele trauen sich einfach nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Dabei ist das total falsch. Mhm. Wir müssen einfach unseren Mund aufmachen, denn wir sind mehr. Leute, lasst euch nicht eure Meinung verbieten. Steht endlich auf und stimmt mit Nein. Danke. Danke, Herr Bormann. Ganz herzlichen Dank. Liebe Greifswalder, geht zur Wahl. Am 18.06. in Greifswald. Und stimmt mit Nein.